Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier von mir. Und heute geht es um den Ceiling Shot. Weil sich viele das gewünscht haben, habe ich mir überlegt, ja, dann mache ich eben das Tutorial. Und ja, ich werde die einzelnen Sachen wieder sagen und es versuchen in Schritte zu unterteilen, damit das eben besser ist zum Üben. Und ich muss vorab sagen, dass der Ceiling Shot echt kein schwieriger Shot ist. Also die anderen Sachen, die ich gemacht habe, so Breezy Flick und Flip Reset, ist da schon anspruchsvoller. Aber der Ceiling Shot ist eigentlich echt ganz easy, so zur Abwechslung. Und beim Anfahren, also ich fange wieder komplett von vorne an, dass ich halt wieder alles zum Anfahren sagen und bipapo, ne? Ihr werdet schon wissen, was ich meine. Also, beim Anfahren fangen wir eigentlich an wie immer bei einem Air Dribble oder sonst irgendwas. Ihr geht an den Ball, also an die Wall, haltet Abstand und lasst den Ball hier schön in die Mitte kommen. Also nicht wieder komplett drauf boosten und hochschießen, sondern wirklich wieder hier hinfahren, bisschen abbremsen oder vom Gas runter. So, dass der Ball eben gut hochkommt. So, Schritt Nummer 2 ist dann eben einfach, dass ihr an die Ceiling hochfahrt. Das heißt, ihr fahrt komplett durch, vor allem mit Boost. Und oben an der Ceiling müsst ihr eben ein bisschen abbremsen. Aber wenn ich jetzt komplett durchgeboostet hätte, ihr könnt natürlich auch ohne Boost hochfahren, das ist immer so ein bisschen variabel, ne? Wie der Ball eben liegt. Hier müsst ihr eben ein bisschen abbremsen. Weil wenn man da komplett durchfährt, dann kann es eben sein, dass ihr zu weit fährt und eben dann keine Kontrolle mehr über euer Auto habt. Wenn ihr hinter dem Ball seid, habt ihr verloren. Also vor dem Ball meine ich. Wenn ihr vor dem Ball seid, habt ihr eben verloren. Deswegen müsst ihr ein bisschen Kontrolle an der Ceiling bekommen. Und was auch gut ist zu üben, ist, wenn der Ball wieder in der Mitte ist, ihr fahrt dann die Ceiling hoch, nur um ein Gefühl zu bekommen und fliegt dann so Richtung Ball. Ihr könnt ihr dann daneben fliegen, damit der Ball stehen bleibt. Aber dass ihr einfach hier hochfährt, an die Ceiling hoch und dann so tut, als würdet ihr auf den Ball gehen. Weil dann kriegt ihr eben eine kleine Kontrolle über die Ceiling, weil am Anfang rutschen vielleicht viele weg und so und es dauert ein bisschen, bis man da ein Gefühl hat, weil die Ceiling ja eigentlich für, sag ich mal, Leute, die noch nicht so hoch spielen, ein unberührter Ort ist, sage ich mal. So, wenn ihr das dann ein bisschen geübt habt, dann wird es wahrscheinlich bei euch so aussehen, dass ihr hier hochfahrt und der Ball wird dann irgendwann droppen. Und wenn der Ball auch aufgekommen ist am Boden, könnt ihr immer noch versuchen, den Ball einfach mal zu hitten. Das ist nämlich am Anfang sehr wichtig, dass ihr einfach versucht, den Ball irgendwie von dort oben zu hitten. Dass sie geht hoch und auch wenn der Ball nicht ins Tor geht, einfach den Ball mal irgendwo hinschießen. Am besten dann auch mit dem Flick. Ihr müsst den Flick nicht benutzen, aber es wäre natürlich nice, weil damit kann man halt einen Gegner gut hops nehmen. Wenn er denkt, dass der Ball einfach so langsam kommt und ihr, oh lol, und ihr den eben dann einfach noch schießt. Was auch wichtig zu wissen ist bei der Ceiling, weil ihr den Flip eben so lange habt und viele fragen immer, wie geht das, wie kann man seinen Flick so lang haben und so. Und wenn ihr normal hochspringt, das bedeutet, ich drücke jetzt A oder X eben und mach nochmal X, dann passiert nichts mehr. Oder A eben, ist ja egal, welchen Controller oder Tastatur. Das heißt, ich springe hoch und Flick, das geht halt nur nach einer gewissen Zeit. Irgendwann ist das vorbei, ich springe hoch und jetzt warte ich eben zu lange und jetzt kann ich meinen Flick eben nicht mehr benutzen, weil ich eben diesen ersten Jump hier gemacht habe, diesen hier. Aber wenn ich von der Ceiling runterfalle und hier eben keinen Jump mache, ich falle nur runter, wegen der Physik halt eben. Dann habe ich den unendlich lang, weil ich den ersten Jump nicht genutzt habe. Und euren ersten Jump habt ihr halt immer unendlich lang. Und deswegen könnt ihr einfach dann rumfliegen, auch wenn der Ball hier so noch in der Luft wäre und könnt halt eben noch reinflicken. Und das geht halt wirklich auch von der Decke hier. Hauptsache ihr benutzt, also vom Tor aus, Hauptsache ihr benutzt euren ersten Jump nicht, weil dann habt ihr den unendlich lang. Und das ist eben so der Geheimtrick beim Ceiling Shot, sage ich mal, dass ihr eben euren Jump so lange habt. Und er ist echt nicht so schwierig. Man muss ein bisschen Gefühl für die Ceiling bekommen und dann geht das eigentlich recht fix, dass man das lernt und ins Tor reinschießt. Also das war auch das allererste, was ich gelernt habe. Da war ich, glaube ich, so dir. Und da habe ich dann angefangen, so kleine Freestyles zu machen damit. Und als ich dann meinen ersten Ceiling Shot gehittet habe in der Lobby, dachte ich auch, ich bin der beste Spieler der Welt. Aber ja, da gibt es halt noch einiges mehr, was man zu Ceiling machen kann eben. Und zwar könnt ihr dann das auch, wenn ihr das gut könnt, irgendwie modifizieren, wenn ihr hier an die Ceiling hochspringt, dann bounce die halt direkt runter. Aber das ist halt so ein kleiner Tipp mehr, damit das vielleicht noch ein bisschen nicer aussieht. Oder ihr macht einen Tornado nach oben. Da also, dass ihr halt einfach eine Rolle noch used, das sieht dann so aus. Ist eigentlich auch ganz sick. Also das mache ich mittlerweile nur noch, dass ich halt so hoch gehe, außer von der rechten Seite, da bin ich ein bisschen lost. Da mache ich meine Rolle irgendwie nicht. Aber zum Ceiling Shot kann man halt eben nicht so viel sagen, außer dass ihr eben, ja, keine Ahnung, ist halt eine Gefühlssache so. Ihr spielt den Ball hoch wie beim Air Dribble. Also falls ihr das Tutorial nicht gesehen habt, wie ihr den Ball hochspielt, dann schaut euch das am besten vorher noch an. Und dann könnt ihr einfach halt von der Ceiling runterfallen und reinflicken. Es sieht vielleicht einfacher aus und ist auch leichter gesagt. Am Anfang ist das echt ein bisschen schwierig, aber wenn ihr das dann könnt, dann glaubt mir, ihr werdet genauso sagen, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Und das kann man bestimmt auch so in
weiß ich nicht, eine halbe Stunde kann man da bestimmt schon den ersten hitten oder so. Oder vielleicht sogar weniger Zeit, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Kann auch ein bisschen länger dauern, ich weiß es nicht. Das ist eh immer unterschiedlich, wie schnell man das lernt. Aber einfach hochfahren, an die Ceiling, boosten oder nicht, kommt immer auf den Ball an. Aber meistens muss man halt eben boosten. Und ihr könnt auch an der Ceiling abbremsen. Also an der Ceiling könnt ihr rumfahren, wie ihr wollt. Nur irgendwann fällt ihr halt runter, deswegen müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Das heißt, hier bremst ich ab und dann kann ich einfach reinflicken. Genau. Und eigentlich kann ich mehr dazu nicht sagen zum Ceiling Shot. Und ja, falls ihr irgendwie noch Tipps braucht oder ich irgendwas vergessen habe zum Boost oder was weiß ich, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde es euch beantworten. Nur mir fällt eben gerade einfach nicht ein, was ich noch mehr dazu sagen könnte. Außer, dass ihr eben, ja, ihr müsst einfach ein Gefühl für das Ceiling bekommen. Und am besten lernt ihr das auch hier im freien Training. Weil, wenn ihr jetzt in so ein benutzerdefiniertes Training geht, wo immer der perfekte Ball ist, das ist nicht gut, wenn ihr dann in einem Online-Game seid. Aber es ist viel besser, wenn ihr selber lernt, den Ball an die Wall hinzuspielen. Und ja, genau. Das war's dann eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch alle schöne Feiertage, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Als nächstes mache ich dann wahrscheinlich mein Mastiflick-Tutorial, weil es auch welche sehen wollten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.